Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir müssen jetzt hier ganz kurz eine kleine Meditation ausführen. Bis 9 Uhr. So. Ciao. Und können jetzt mit dem Typen reden. Oh. Ah. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufst? Sei gegrüßt, Meister. Hi. Die Arbeit ist getan. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ja. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Naja, immerhin 150. Errungenschaft freigeschaltet, der Doppler-Effekt. Oh, Doppler-Effekt. Du bist ein Arschloch. Gegrüßt, Meister. Schmeiß kaputt! Wow. Autsch! Na! Steck das Schwert weg! Vernünftig von dir! Das ewige Feuer wird uns leiten. So. 150, ja egal. Er wollte uns am Anfang nur 220 oder so geben. Ne, 150 gekriegt ist jetzt geil. Die sind schlimmer als Gauner. Ja, ist ja gut. Aber danke für den Tipp. Mach mal voran hier. Hallo. Muss schneller sein. Okay. So. Was haben wir denn noch? Ne, Reise ins Gallige ganz sicher nicht. Wir haben noch den Freiwilliger-Quest. Sollen wir die noch machen, oder? Ah ne, wir waren ja bei den Hexeraufträgen dran, ne? Dann machen wir erstmal tödliche Wonnen. Wo haben wir das denn? Oh, warte, hier ist noch ein... Nein, nicht wieder so ein Scheiß. Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant, eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Vor Bruxel, vor Waldschraten. Das hat keine Bedeutung. Ich hab dir eine Frage gestellt. Wie viele? Keinen einzigen. Denkt mal darüber nach, Leute. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute. Über dich gehört Weiße und über Haare. Deine Zauberin Haha. Dem haben wir es gegeben. Ich wollte die andere Option nicht wählen, weil damit lasse ich mich auf sein Niveau hinab und das muss ich nicht haben. Lass einen von denen rein, gleich macht sich der ganze Stamm bei dir dran. Wie sieht der denn aus, ey? Brauchst du etwas, Meister? Ja, Kräuter. Ja, lass mal gucken. Lass mal gerade gucken. Ja, laber nicht. Was hast du denn so? Was ist das? Herausgerissene Seite Neckar-Krieger-Absud. Gönn ich mir einfach mal. Und der hat auch Araneria. Die von den Pflanzen habe ich einfach fast gar nichts, ne? Diese Araneria-Dingsbums. Und Piment auch nicht, aber das ist mir jetzt gerade zu teuer. Araneria. Hat der noch Bärenfett? Ne, ist alchemistische Paste. Sonst hat er aber nichts, ne, was mich jetzt interessiert. Außer das Piment halt und der Schwefel. Schwefel ist hier tatsächlich teurer. Okay. Hätten wir irgendwas, was wir dem verkaufen können, damit wir unser Geld wieder reinkriegen? Irgendwie nicht so, ne. Hundetalk, das hier. Wow, Alchemistenpulver, das bringt viel Geld. Sollen wir mal 10 verkaufen? Dann haben wir unsere 90 wieder drin. Was heißt viel Geld? Aber er hat einen hohen Einzelpreis, deswegen mache ich das. Blaues Mutangen. Sollen wir das verkaufen? Ich brauche es ja eigentlich nicht so, ne? Kommt mal 8. Tschüss. So. Tschüss. Nein! Was hat? Nein. Tschüss. Bis dann.
So. Arenere brauche ich nämlich für viele Öle, Tränke und den ganzen Kram. Eine Krone? Oh, warte, das ist eine Rüstungsschmiede. Ja, okay, bringt uns eigentlich nicht. Lass mal. Willst du immer noch aufhören? Der Pisser hier. Hi. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Dann erzähl mir da nur dafür. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Reden wir mal über meine Bezahlung. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Ich weiß, was meine Dienste wert sind. Genau. Den drücken wir auch auf 300, denke ich mal. Ich glaube, das ist gut. Ach. Schon best. Und dann 290. Schon best. Die sind echt knauserig, ne? Schon. Alter, wie viel? 75 kommen. Na gut, das müsste ich zahlen können. Vorausgesetzt, du tust gute Arbeit. Ja, Mann. Wo sind die Leichen? Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Warum konnte ich dann mit dem verhandeln? Hä? Egal. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Ey, warte mal, das ist ein Priester. Priester! Priester! Priester, Scheiße. Priester, du machst mich ganz nervös. Du würdest mir große Ehre. Und jetzt? Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Zeit, dass ihr nach Hause geht. Ihr Jungs seht müde aus. Ihr geht besser nach Hause. Tja... Seit wann trinken wir denn jetzt? Seit 2 Tagen. Wohlgesprochen, Meister. Wir gehen nach Hause. Genau. Ich liebe Axi. Das war die beste Entscheidung, das am Anfang direkt auf 3 zu pushen. Das war die beste Entscheidung. Hier geht's ja rund. Zieh doch mal was an. Schweine! Ist viel Loot bestimmt? Ist gar kein Loot. Wow. Kein einziges Loot-Ding. Das gibt's doch nicht. Doch, hier oben. Lass mich looten. Hallo. Okay. Ich kletter irgendwie hier rauf. Eine leere Flasche. Wow. Toller Loot. Du bist Schiss. Du siehst käsig aus. Hast du verdorbene Schafsfüße gegessen? Hey, lass mich mal. Du suchst da was? Tja, jetzt hab ich es. Du bist der Arzt. Was kann ich für dich tun? Die toten Wachen. Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Da haben ihre Freunde dich angeheuert. Gut, ich helfe dir gerne. Ich habe gehört, dass die Leichen... Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat.
War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Jo. Dankeschön. Reden Arzt. Wir versuchen den Schauplatz des Verbrechens. Scheiß Pieser. Sind die Zeiten. Mein Papa mag Elfen nicht so. Bist du ein Elf? Ja, ich bin ein Elf. Hilfe! Oh. Ich bin elf mal elf. Hey, sieh dir den Rumtreiber an. Spitzel. Die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Oh, da ist ganz gut. Etwas, Meister? Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Ich denke schon. Ich habe mal durchs Fenster geguckt und da sind alle in Unterhosen rumgelaufen. Warum sagt mein Papa dann, die schmutzigsten Huren gibt? Tja, die Erwachsenen sind echt seltsam. Was haben die für Gesprächsthemen, Alter? Hallo, darf ich mal? Ihr braucht es ja nicht, ne? Meister Wiesemarsch, ja, nee. Wir können uns gleich hier treiben oder bei mir. Ewiges, du hast die Wahl. Feuer, das braucht mir der Schädel. Behalt deine Pfoten bei dir. Ja, ist ja gut. Mann, ich will doch nur vorbeigehen. Scheißbrüche! Hey, ich bin auch oben. Weiter geht's! Oh, schade. Wache lässt sogar dich in die Stadt. Hi. Sheba. Schade, ich dachte, ich könnte ihn runterschmissen. Wo gehst du hin? Hier rein. Aha. Hallo. Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Krüppelkati? Was ist das denn? Krüppelkati, was ist denn das? Leere Parfumfiole. Teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. Aha, dann folgen wir mal. Hey, Yaki, du bist der Älteste. Also sag uns, was machen Huren eigentlich genau? Tja, mein Papa hat mir erzählt, dass sie Dinge tun, die Mama nicht tun würde. Meine Mama hasst das Wäschewaschen. Ist es das, was die vielen Herren in der Passiflora tun, ihre Wäsche waschen lassen? Ich denke schon. Ich habe mal durchs Fenster geguckt und da sind alle in Unterhosen rumgelaufen. Warum sagt mein Papa dann, die Passiflora ist die beste, weil es dort die schmutzigsten Huren gibt? Alles klar. Bestes Thema ever. Brauchst du etwas, Meister? Ey, warte, wir müssen mit dem mit dem Typen reden. Moment. Wir haben noch nicht mit der geredet hier. Wie geht's rein? Ach so. Ist aber abgeschlossen. Wie komme ich denn da rein? Hier rein, ne? Oh. Wie wär's mit einem Dreierschätzchen? Soll ich noch ein Mädel das mitholen? Hallo. Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer widernatürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. Hier haben die Nutten Prinzipien. Also spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Nein, das mache ich ganz sicher nicht. Nein, 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 nein. Ich will was kaufen. Was? Ich hoffe jetzt... Okay, ich dachte schon, die bietet mir Mädchen an. Parfüm. Geil, kaufe ich. Ach, das ist nur Schrott. Oh, warum habe ich das gekauft? Das ist auch wieder so ein Est. Was ist das denn?
Tinnischer Rosé. Was ist das hier? Buckler Weißwein. Also der teuerste ist bis jetzt dieser Est. Das ist bis jetzt das teuerste. Was haben wir hier noch? Himbeersaft. Oh, geil. Himbeersaft. Ah, wir können der Schrott verkaufen. Dann gönnt ihr, hä? Ja, Parfüm brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Die behalte ich. Warum kann ich das verkaufen? Ach, die kaufen auch so einen Scheiß. Was bietet die denn so? Nichts. Die bietet fast gar nichts dafür. Doch hier für das Backkartoffel. Hier, gönn dir. Oliven bietet ja auch nichts für Fisch. 5. Ja. Pfeffer auch nix. 4, ja, 6. 5. Brandes Brot, ja geil. Einfach mal ein bisschen Sachen so verkaufen hier. Stop. Die haben aber kein Gewicht, ne? Okay. Oh, ein bisschen Geld abgeluchst. Was weißt du von dem Mord? Hast du von den Morden gehört? Den Wachen? Hier sterben viele. Vor Vergnügen. Sag mir die Wahrheit. Erzähl mir die Wahrheit. Der Succubus. Er zieht Kunden an. Unsere Einnahmen sind gestiegen. Ich weiß, dass er eine Bedrohung ist, aber ich wusste nicht, dass er tötet. Ein Succubus. Wo finde ich ihn? Ich habe ihn in einem Haus in der Nähe untergebracht. Hier ist der Schlüssel. Oh, danke schön. Axis Beste. So, perfekt. Ich kann nicht da raus. Wir können es gleich hier treiben oder. Nein. Du hast die Wahl. Ciao. So ein Mist. Da, 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 da. Schon wieder Quatschnass. Braucht dem Parfüm ja nicht mal zu folgen. So, hi. Abgeschlossen, aber das. Ich muss also in dieses Haus. Denn Hexen sind die Quelle allen Übels. Aber ich hab doch einen Schlüssel. Hä? Ein Sturm. Verdammt. Oh. Smaragdstaub. Oh, ein Kaufmann. Hi. Ich gönn mal, ne? Brauch es ja nicht. Laden läuft eh nicht. Kann es noch schlimmer kommen? Wo gehst du hin? Ich hab gerade einen Schlüssel bekommen. Mutant, und ich kann die Tür nicht aufschließen. Schnauze, sonst bring ich dich woanders hin. Ewiges Feuer. Bärenfett, geil. Schädel. Noch mehr Bärenfett. Alter, wie viel Bärenfett? Nice. Schon wieder Regen. Verdammte Magier. Warum ist der rot? Sag mal, warum ist der rot? Oh. Ich gehe erstmal nach oben. Wer weiß, ob ich nochmal die Gelegenheit habe. Ah. Oh. Oh. Das ist ein Liebeszimmer. Hi. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Ich möchte mit dir reden. Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten. Ich musste mich wehren. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund. Am besten die Stadt verlassen, oder? Du musst die Stadt verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung.
Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön. Nimm das. Und das. Weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Hätten sie jetzt auch... Was hat die Füße? Hätten sie jetzt auch platt machen können, ne? Dann hätten wir den Loot bekommen. Weiß jetzt noch nicht, was besser gewesen ist. Wenn sie das nicht... wenn sie das nicht nochmal macht... Ist mir eigentlich wurscht. Aber wir kriegen irgendwann kriegen wir nochmal einen Succubus, der vielleicht böse ist. Dann kriegen wir auch unseren Loot. So, hi. Hm? Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Der Succubus wird niemandem mehr was tun können. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. Was ist denn für ein Beweis? Keine Ahnung. Wir machen die nächste. Die weiße Dame. Schön. So müssen auch Level Up sein, ne? Meine oder? Alte Nachbarin hat Amulette gegen Rheuma verkauft. Sehr viel. Aber ja, wir sind Level Up. Hm. Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. C. Ne, C ist es nicht. V. N. Ne, N ist Meditation. Aber das ist eigentlich auch gut. Verfügbare Punkte 2. Ja, dann gönn dir erstmal das hier. Mehr Damage. Wir sind tatsächlich... Oh, wir sind schon über. Wow, nice. So, was könnte man denn hier mal machen? Später möchte ich auch irgendwas von Vitalität noch haben. Überdosis Schwellwert, verlangsamt. Alchemistische Rezept. Stufe 1. Vergiftung über 0 wird die Zeit automatisch, wenn du einen der Gegner zu einem Konto ansetzt. Muss man die mal gerade durchlesen. Jede Rangportion zerstört 5% Magika. Ach, Magika. Ja, jetzt bin ich wieder in Skyrim drin, Alter. 5% Schutz vor Angreifen durch das Monster hinzu, gegen welches das Öl wirkt. Was? Keine Ahnung. Ach, das ist wieder mit Öl. Ah, okay, okay, okay. Alle Bomben, die... Selbst die ohne Schadenswirken verursachen jetzt plus 30 Schaden. Ja, okay, langweilig. Mutagen absurde Konsumenten erhöhen sich meine Bestimmung und die maximale Vitalität. Okay. Kritischen Vergiftungsrat. Die maximale Vitalität um 10%. Die eigene Vergiftung verringert sich um 1 Punkt pro Sekunde schneller. Mhm. Erhöht den Bonus durch Mutagen, die in einem Mutagenplatz in 10%. Oh. Das könnte man machen, ne? Erhöht den Bonus durch Mutagen, die in einem Mutagenplatz im Charakterfenster platziert werden, um 10%. Also das werde ich dann vollpumpen. Das ist nämlich eigentlich geil. Verlängert die Wirkdauer aller Mutagen-Absurde. Wenn die Toxizität größer als 0 ist, erhöht jeder getötete Gegner für die Dauer des Kampfes die Chance auf kritische Treffer. Bei der Detonation teilt sich immer in explosive Fragmente auf. Wenn Adrenalin auf der Höchststufe erhöht sich der Schaden kritischer Treffer. What? Das ist auch geil. Konsumieren von Tränken bewirkt eine 20% die Effekt eines zufällig ausgewählten anderen Tranks, ohne weitere Vergiftung zu aktivieren. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Stell mal vor, du hast so einen geilen Trank, so. Ah ja. So regeneriert 50 Vitalität. Und als Nebeneffekt kommt dann so, ja, du verlierst 1000 Vitalität, weißt du? So ein Trank des Todes, Nebeneffekt einfach.
Das war so unfair. Ah, ja, stimmt, hier. Feuersturm. Strom. Nicht Sturm. Feuerstrom. Was haben wir denn noch eigentlich hier? Das Ziel? Ne, brauche ich nicht. Ein aktiver Schild. Auf welcher Weise das Blocken von Angriffen kosten aus? Vom Schild absorbiert er Schaden. Stellt die Vitalität des Spielers wieder her. Hey. Nice. Das geht eigentlich, oder? Gönn dir mal. Hatte 4 gedrückt, um Zeichen in ihrem Alternativmodus zu wirken. Aha. Es gibt einen Alternativmodus? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Hier werde ich auf jeden Fall noch Punkte investieren in Unsterblich und hier Krafttraining. Ist das hier? Ne, das brauche ich nicht. Na, wieder Bolzen. Doch, das ist eigentlich auch geil. Der Bolzen, ne. Benzin, ne. Ne. Das ist geil. Der Wirbel. Werden alle Gegner im Umkreis getroffen. Cool. Bewirkt proportional zur verbrauchten Ausdauer zusätzlichen Schaden. Die gegnerische Verteidigung wird ignoriert und kritisch. Was? Nice. 30% mehr Schaden. Alter. Wenn ich das mit dem Konter mal hinkriegen würde, ich krieg das irgendwie nie hin. Dann wird sofort ein Adrenalinpunkt hinzugefügt. Ja, okay. Das Zeichen auf der höchsten Stufe zu wirken. Was? Beim Zeichen von. Beim Wirken von Zeichen werden 3 Adrenalinpunkte verfügbar verbraucht, um das Zeichen auf der höchsten Stufe zu wirken. Alle Boni werden freigeschaltet, Zeichenintensität um auf 25% zu steigern. Wow. Ja, Armbrust, das ist so. Ach. Ja, dann fängt ihr ein sofortiges Töten. Ja, nee, brauche ich nicht. Bringe die gegnerische Schadensresistenz. Pff, weiß ich nicht. Braucht man das? Nö. Die schnelle Angriffe haben auch einen Bluteneffekt. Durch den 25 Vitalisierungs- oder Essenzpunkte pro Sekunde verlieren. Nice! Das finde ich auch geil. Und dieser Dreheffekt, den finde ich sehr, sehr nice. Also dieses Kampfdings ist das, was ich am meisten gerne habe im Moment. Deswegen später werde ich wahrscheinlich 2-mal rot haben, 1-mal blau und 1-mal grün. Grün einfach aus dem Grund für den hier. Der kommt dann hier rein und dann halt 2-mal ein grünes und dann kommt ein grünes Mutagen hier rein. Dann haben wir ein bisschen Vitalitätsboost. Hier hätten wir theoretisch noch das hier. Vitalität um 500. Könnte man reintun. Dann hätte man das hier mit dem. Könnte man machen, ja. 500 Vitalität. Ich liebe dieses Schwert, ne? Das leuchtet so geil einfach. So, jetzt aber mal weiter. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die beste Angebote auf dieser. Warum? Ich schwöre was, hä? Geil, danke. Tschüss. Warum lag da einfach mit? Bluten sollst du! Fürchterlichen! Hey, Buchweizen und Hirse sollen wir anbauen. Würde sich Lohn haben, sie. Ja. Okay. Hauptstadt der Welt. Dann machen wir das mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.